Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde dieses Pforzheim-Vlogs. Heute sind wir in der Genossenschaftsstraße auf dem Weiherberg. Also das ist der vordere Teil des Rotgebiets. Weiherberg deshalb, weil unten, wo der Turnplatz ist, ein Weiher lag. Über Jahrhunderte hinweg, noch bis in das 19. Jahrhundert hinein. Deswegen unten auch der Name Weiherstraße. Wir sehen hier den Sparkassenturm auf der einen Seite und die Genossenschaftsstraße geht schnurgerade, ich drehe mich mal um, Richtung Alter Wasserturm. Die Parzellen hier sind sehr kleinteilig, nur ein paar Meter breit. Und das hängt auch damit zusammen, dass das Ganze eben ein genossenschaftliches Baugebiet aus den 1870er Jahren war. Und manche Grundstücke wurden später zusammengelegt, das sehen wir hier beim Wiederaufbau in den 50er Jahren. Manche sind also gleich breit geblieben. Dieses mittlere Stück war stark zerstört, 23. Februar 1945. Und meistens wurden hier die Häuser auf alten Kellern, wie hier zum Beispiel die Nummer 47, wieder aufgebaut. Oft waren noch untere Teile erhalten geblieben. Einige Menschen sind hier oben umgekommen, andere konnten aus ihren Kellern noch rechtzeitig hinaus. Als die Genossenschaftsstraße angelegt wurde, da gab es hier oben noch gar kein Wasser. Das heißt, Wasserwagen mussten hier mindestens einmal die Woche hochkommen, mit den Pferden gezogen. Und hier haben wir jetzt mal ein paar Grundfarben. Das macht das Ganze natürlich lebendiger. Und erst als der Wasserturm 1899-1900 gebaut war, da gab es dann hier oben auch eine Wasserversorgung. Und eigentlich erst ab da entstanden dann auch größere Villen im Rotgebiet selbst, die dann eben auch mit Wasser zu versorgen waren. Hier gab es mal, wenn ich mich richtig erinnere, eine Gaststätte zur Wilhelmshöhe. Oder sollte ich mich täuschen, war die weiter unten. Ja, also Genossenschaftsstraße sieht man hier ganz gut. Hier die Edisonstraße, unten die Schulze-Delitzsch. Die Schulze-Delitzsch ist ja nach dem Namen eines der Begründer des Genossenschaftswesens im 19. Jahrhundert benannt worden. Und diese Sandsteinhäuser, die Sie hier sehen, das ist noch relativ alte Bausubstanz. So, ich gehe jetzt mal noch ein bisschen weiter vor und dann kommen wir tatsächlich in einen Bereich der Genossenschaftsstraße, in dem nicht nur 50er Jahre Wiederaufbauten zu erkennen sind, sondern auch noch ein paar heute unter Denkmalschutz stehende alte Bauten, die ja, meisten von ihnen aber sind so in den 1890ern dann entstanden. Also hier ist schon mal sowas und hier drüben sehr schön restauriert. Dann ein neuer Bau, wahrscheinlich aus den 80er Jahren, 1980er Jahren. Und dann geht es hier weiter und hier haben wir also sehr schöne Klinkerbauten und dann auch wieder einen neuer Bau, der sich aber gut durch den Klinker einfügt. Und hier ist nun wirklich an der Nummer 77 zu erkennen. Das ist also ein Gebäude, wahrscheinlich aus der Zeit so kurz vor 1900, vielleicht auch ganz kurz danach. Ein Mehrfamiliengebäude mit vermutlich ein Doppelhaus. Genau. Und gegenüber ist eigentlich genau das Gleiche errichtet. Möglicherweise sogar die gleichen Bauherren. Sieht also wirklich identisch aus. Ja, hier hat man einen sehr schönen Neubau angesetzt und dann hier geht es in die Nibeliusstraße hinein, die dann um 1900 sehr schön im Jugendstil mit Anklängen des Heimatstils errichtet wurde. Es gab also eine ganze Reihe von genossenschaftlichen Straßenbauten in Pforzheim. Und dazu gehört auch die Baustraße als eine der ersten. Dazu gehört der Bereich der Kallhardtstraße. Jetzt schauen wir uns das hier noch einmal an. Diese sehr schön restaurierte Ecksituation. Und dann die Häuser an der Nibeliusstraße. Und dann hier eben auch so Erinnerungen an die Neorenaissance.
Neogotik, diese verschiedenen Neostile, die man damals einfach so sehr geliebt hat. Hier nochmal ein Blick zurück in die Genossenschaftsstraße und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihr Olaf Schulze.